holen. Und dann haben die anderen natürlich so gesagt so, hä, das, aber das ist doch in der, das ist doch irgendwie so eine Art, hier so, ich nenne es mal so Familienverbund oder so. Was gibt's zu tun? Da, Nichts schnell. klaut man ja so gesehen, da ist es kein Diebstahl, wenn man Brot nimmt und sowas. Und da hat halt mein Lehrer gesagt, es ist halt, es ist asozial, wenn man hier, einfach ungefragt Brot nimmt. Aber ja. Und daraufhin haben die natürlich dann, und dann haben die hier solche Sachen gemacht, so gesagt, so, weil ich habe mir immer des Öfteren so einfach so ein ganzes Brot gekauft und dann so, ja, du bist asozial, weil du hier, ein ganzes, weil du hier einfach so ein ganzes Brot isst. Du hast es geklaut und sowas. Einfach nur, weil hier mein Lehrer so ein Bullshit irgendwie das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass man ein Brot geklaut hat. So gesehen. Wie nah das an der Wahrheit ist, habe ich keine Ahnung. Ich hatte so einen Fall noch nie, dass mich jemand des Brotdiebstahls in der Familie Was bezichtigt hat. gibt's zu tun? Ja. Aber ja doch. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal solche Fälle? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich Ja? glaube, ich muss den Allosaurus töten. Schlagendes Argument! Raffiniert. Was gibt's zu tun? Ich habe eine Idee. Genau, lauf nach da Eine kluge drüben. Entscheidung. Das hört sich gut an. Oh nein, es greift er an. Was ist zu tun? Ja, das hört sich gut an. Wieso wird immer der Erzdruide Hört sich gut angegriffen? Nur weil er der Healer ist. an. Hört sich gut an. Und Cole hier so Ich Master kämpfe. DD. Raffiniert. Nächste Aufgabe. Bela, du gehst nach hinten. Lässt sich machen. Da kommt ein Schlachthaus hin. Arbeit. 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 Ich könnte jetzt einfach nur Nippel rufen, aber nein, das mache ich nicht. Was gibt's zu tun? Ja. Alles ist vergessen. Rohstoffsammler fährt los. Und das war, glaube ich, auch mal so ein Trend früher bei uns. Ich rede von früher, obwohl das früher gar nicht mal so lang her ist. Das ist, glaube ich, mal nur einen halben Monat her. Denn es ist nicht so lang her, dass ich schon mein, dass ich meinen Abschluss gemacht habe, aber es ist schon etwas länger her, dass ich meine Freunde, sprich alten Klassenkameraden gesehen habe. Und wenn die mir jetzt hier den Wald zerstören, dann raste ich richtig aus. Und da gab es halt so, und hatten wir früher so einen Trend. Und dann hat einer immer so gesagt, immer so, Nipel! Immer so, das hatte davon, das kam, glaube ich mal, von dieser. Ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt mit Mel Gibson, wo hier dann so an seinen Nippel irgendwie so, also, ah, zieht meine Nippel nicht so! Und sowas. Und von da haben die das irgendwie so abgeleitet. Abgeleitet. Wie es anhört, abgeleitet. Normalerweise müsste der Allosaur müssten die Allosaurier jetzt den Dings angreifen. Oder sie greifen einfach mein Tor an. Genau. Kommt auf die Idee, mein Tor anzugreifen und den Feind zu unterstützen. Ja. Ich will euch helfen. Du gehst mal weg von den Allosauriern, Alter. Ich habe eine Idee. Und da oben werde ich auch noch angegriffen. Mensch, Leute, was ist da los?
bin hier voll überfordert. Von der einen Seite greifen Allosaurier an, von der anderen greifen dann die Wüstenreiter an. Könnt ihr euch mal alle entscheiden? Für einen Punkt? So mit gebündelter Kraft? Oder mit gebündelter Kraft? Nicht gebündelte Kraft. Deutsch und so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich weiß, dass ich hier irgendwo etwas verpeilt rede, aber... What? Geh halt weg, du Schmock! Geh einfach weg! Statt dich töten zu lassen. Nein, Moment, nein, den lasse ich da jetzt nicht hinrennen. Was hast du vor? Oh, jetzt wurde der Schmock eh getötet. Mann, was? Ganz ehrlich, was für ein Schmock rennt der da wirklich einfach zu den Viechern hin? Hab ich nicht einen Rohstoff sammeln in Auftrag gegeben? Aber ja doch. Was gibt's zu tun? Ist dich hoch. Du hast da schnell im Tor hin. Die greifen bestimmt gleich das Tor an. Oh nein, die laufen einfach durch die Baustelle durch. Wow, jetzt haben sie das Tor zerstört. Nein, reparier schnell die Palisade. Ich will die nicht nochmal bauen. Okay. Das Bauen müsste schneller gehen als das Reparieren. Oder das denke ich zumindest. Ich sollte meine typischen drei Bauarbeiter wieder nehmen. Oh, nein. Ihr da. Ich nehme euch jetzt und baue hier schon mal... mein Lager auf. Mein Lager. Ganz leger zu Let's Draw. Ach ja. Gute alte Let's Draw. Schicke ich jetzt dahin. Den schicke ich dahin. Und Tazlov kommt auf Stufe 4. Ich kümmere mich darum. Denn jetzt können wir den Tazlov-Turm bauen. Ja, eine kluge Entscheidung. Bei ja. Du bist doch ein ja. Dingsarbeiter. Dann arbeitet er an dem Dings da. Ja. So, ihr baut mal weiter. Ihr seht, ich habe momentan richtig. Ich bin gerade ziemlich verpeilt, also. Denkt euch dabei nicht, sollte ich irgendwelche eventuellen Fehler machen. Was ist zu tun? Ich werde mich natürlich wie immer erstmal aufbauen. Auf- und einbauen. Dann mache ich mir hier mal drei Hilfsarbeiter. Wobei, die Hilfsarbeiter brauche ich gar nicht. Was gibt's zu tun? Ah, jetzt habe ich einen Hilfsarbeiter. Töten. Ja, ich habe Ressourcen verschwendet. Juhu, da werden sich die Leute wieder freuen. Hier ist Stein, hier ist Stein. Wo ist bitte noch alles Stein? Hier ist viel Nahrung. Ich brauche unbedingt mehr Steine. Dann baut ihr den Steinhaufen da hinten ab.
Wir gehen jetzt da unten zur Verteidigung hin, nachdem die Allosaurier jetzt wahrscheinlich wieder tot sind. Nachdem ich sie ja töten musste, da ist ein kleiner Allosaurus. Und eventuell treibt sich hier nochmal so einer rum. Aber ja, was gibt's zu tun? So ein dicker Badass-Saurus. Allosaurus, Badass-Ding. Etwas. Der sieht voll cool an. Der hat eine Reichweite von 65. Von 65. So viel hatten sie damals noch bei meiner Oma. Was laber ich denn da jetzt schon wieder? Ach Gott. Greift Gegner bei Sichtweite und kann nur gebaut werden, wenn Tatsache Stufe 4 erreicht. Das hat er ja. Was ist zu tun? Das kann er eigentlich. Baut schnell, sehr schnell Gebäude, erhöht Baugeschwindigkeit, Fahrzeuge zerstören, Nordvoll Jetpack, Krieger, Wüste als Tatsachturm, Drachenclan, Giftfalle. Der Spieler erhält Ressourcen für zerstörte gegnerische Gebäude. Also das hört sich doch mal cool an. Ich hab da einen. Oder nicht cool, sondern nützlich. Gott, die bauen. Wollte ich sagen, die bauen meinen Wall ab. Wie behindert bin ich eigentlich? Also ab und zu zweifle ich mal an mir selber, Leute. Denkt euch da nichts. Ich hab da einen. Ich denke mal, ich werde morgen auch wieder aufnehmen. Oder weiter aufnehmen. Und mal schauen, wie ich das da mache. Oder so. Ich will kämpfen. Nächste Aufgabe. Ich kann es sehen. Ich werde das mal gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich auf Stufe 5 bringen. Wir bringen mal Cole nach oben. Ich habe da eine Idee. Sag ich ja immer wir. Bin ja bloß ich hier. Und ihr schaut zu. Ja. Mysterium. Oder so. Bam, bam. Der Asker ist verpeilt. Der Asker ist verpeilt. Der macht heute verpeilte Folgen. Daraus können wir uns super ein Lied machen. Macht euch bereit. Spiel sagt nichts dazu. Oh, was ist da? Was ist hier markiert worden? Der verteilt. Zerstören Sie die Militärlage der feindlichen Wüsten, Leute. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache das mit Heldenarbeit. Und mit zwei Brachio-Katapulten. Brachio-Katapult im Einsatz. Gebäude fertig. Taslauf tun. Was ist zu tun? Ganz leger zu Let's Draw. Nein, natürlich nicht. Ach ja, die Apes sind schon toll. Ja. Ja. Hm? Ja. Arbeit. Was gibt's zu tun? Felix, Felix. Er ist nett und tolerant. Arbeit? Er ist fett und rollerant. Das habt ihr nicht von mir. Hm? Wird gemacht. Gehen wir weiter? Brachiosaurus vereint! Hm.
Hier ist überall so viel Stein. Ha, ja, so viel Stein. Oh. Okay, hier sind Gebäude, von denen ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Ja. Tasselhoff-Turm ist fertig. Kann losgehen. Weiterfahrt. Weiterfahrt. Arbeit. Mobiles Zelt, Feldlager. Aber ja doch. Das hört sich gut. Aber ja doch. Die Keeper, die Arbeit, arbeitet Spieler, können mehr Ressourcen tragen. Nutzen die hier eigentlich Keepen? Ich weiß es gerade gar nicht. Die müssen das aber, glaube ich, mal auf dem Rücken tragen. Weil, wenn, also an die Leute, die nicht, ja, die tragen es auf dem Kopf. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Keeper ist, und zwar, das habt ihr wahrscheinlich beim Nordvolk gesehen, die hatten da so eine Art Rucksack, den die da so da haben. Wo sie dieses Zeug da hatten. Und zwar so eine Keeper ist so ein, mittelalterlicher Rucksack. Ich habe eine Idee. Nenne ich es jetzt mal. In dem man halt Sachen verstaut hat. Das hat, haben, vor allem, bevor, hier fahrende Händler bevorzugt. Beispielsweise, wenn ihr Drachengesang gespielt habt und Bredo Bento kennt, den fahrenden Händler, der hat so eine Kippe auf dem Rücken und hat dann halt immer seine Waren drin und so. Jetzt mal so als Beispiel. Ich glaube, ich habe da sogar ein Video von Drachengesang, also vom ganz normalen, von dem Rollenspiel, nicht von dem Online. Also Online hat mit dem normalen Drachengesang eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Außer, dass es, glaube ich, mal von, dass da die Leute, dass da Entwickler von Radon Labs zu Big Point gegangen sind. Und die dann das irgendwie gemacht haben oder so. Genau, kenne ich die Geschichte nicht. Nein, Leute. Aber so viel ich weiß, ist da mal sowas passiert. Und seitdem Radon Labs eigentlich, ich glaube, Radon Labs wurde damals auch aufgelöst oder aufgekauft von Big Point. Weiß ich gerade, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Oh cool, das sind unsere Raptoren. Aber ich glaube, sowas ähnliches ist auf jeden Fall passiert. Und seitdem her gibt es nicht mehr. Finde ich eigentlich recht schade, weil ich so ein ziemlicher Fan von den Spielen bin, vor allem von Draken, vom denn ich fand das normale Drachengesang und das am Fluss der Zeit eigentlich richtig gut. Sagt wahrscheinlich manche Leute von euch überhaupt nichts mehr. Wobei das 2010 rauskam. Wobei heutzutage spielt man nichts mehr von 2010. Heute spielt wahrscheinlich auch niemand mehr Paraworld, weil es einfach für manche Leute zu alt ist. Aber ich muss sagen, meiner Meinung nach ist das so, je älter das Spiel ist, desto besser wird es. Geht klar. Wird gemacht. Denn, wie man es bei Gothic 2 damals, so lange ist es auch nicht her, dass ich das hier Let's Played habe. Denn man hat bei Gothic 2 gesehen, es ist zwar, es ist zwar alt, es kommt gerade von 2004 oder. Und das Add-on von 2006, ich weiß. Weiß es gerade gar nicht. Aber es war und ist jetzt immer noch ein super Spiel. Ich spiele es gerne. Bloß momentan nicht. Momentan spiele ich WoW. So ein bisschen ab und zu mal. Mache da halt so meine täglichen Aufgaben, so meine Garnisonsmissionen und so, kann ich auch mal zeigen. Ich habe jetzt mittlerweile schon zwei, epische Anhänger und tut mir leid, dass ich unterbrochen habe mit dem Satz, aber ich muss am Ohr kratzen. Oder gesagt, mein Ohr hat gejuckt. Auf dem Weg. Und da musste ich natürlich was dagegen tun. Was ist zu tun? Meine Freunde.
Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Mhm.